Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SteroTrader Helpdesk Fragen und Antworten mit dem SteroTrader Entwickler Dirk Helger. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass wieder so zahlreich heute wieder dabei sind. Bevor wir jetzt tatsächlich starten, auch wenn das ein Helpdesk-Webinar ist, müssen wir trotzdem den Risikohinweis kurz besprechen. Bitte dieses Webinar nicht als Empfehlung verstehen. Es dient nur zu Schulungszwecken und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FX Flat sein. Ja. Wer heute zum ersten Mal dabei ist, also Sie haben rechts die Möglichkeit, die Chat-Funktion zu nutzen und entsprechend Fragen zu stellen. Das Webinar ist ja wie immer für Sie gedacht. Das heißt, nutzen Sie das auch, um Ihre Fragen loszuwerden, was den SteroTrader betrifft. Wir haben ja hier den Dirk Helger als Ansprechpartner und einen besseren haben Sie an der Stelle nicht. Deswegen nutzen Sie die Gelegenheit. Und ich sehe auch schon, dass die ersten Fragen reinkommen. Deswegen schalte ich jetzt mal an den Dirk. Und Dirk, Jung. Ist heute ein Wunder geschehen und du kannst die Fragen lesen, oder? Nee, leider nicht. Okay. Das klappt nicht. Aber wir haben ja mittlerweile den Fehler lokalisiert. Also beim Thorsten ist es ja irgendwie genauso. Und der ist ja neuerdings auch auf dem Mac unterwegs. Und scheinbar ist da einfach ein Bug in der Mac-Version von GoToWebinar. Also, okay. Der scheint aber schon lange drin zu sein. Deswegen ist es halt so ein bisschen nervig, aber zumindest mal. Okay, dann werden wir die auch mal anschreiben. Bitte? Ich sag, dann werden wir sie, die Kollegen von GoToWebinar auch mal anschreiben. Ja, sollte man echt mal machen. Ich meine, ich kann es ja nicht, ich bin ja kein Kunde dort, also bin ja, ich habe ja keine eigene Lizenz. Aber guter Hinweis. Auch schon gesagt. So, dann erstmal natürlich auch von meiner Seite hallo und herzlich willkommen hier zum Frage- und Antwort-Webinar rund um den SteroTrader. Und wir kommen auch wieder unserer alten Tradition nahe, bei bestem Wetter natürlich. Wehe morgen Abend ist das Wetter schlecht. Das wäre nicht nett. Nee, aber ist doch okay. So, Winter fällt ja irgendwie dieses Jahr aus, so wie es aussieht. War mal kurz ein paar Tage kalt von mir aus. Können wir jetzt auch wieder direkt in den Frühling und dann in den Sommer starten und dann passt das schon alles. So, wir haben ja irgendwie per E-Mail habe ich jetzt irgendwie nichts bekommen an Fragen vorab. Nelson, du wirst mir wie immer halt vorlesen müssen. Mhm. Und also wie in letzter Zeit zumindest immer. Und da werden wir schon irgendwie durchkommen. Vielleicht aber vorab ein Wort zu dem zu der Lizenzgeschichte. Da habe ich halt gesehen, das haben tatsächlich einige dann auch trotzdem immer noch nicht mitbekommen. Also es war ja halt, letzte Woche hat Microsoft, ich glaube in der Nacht vom 12. auf den 13. bei Windows 10 und möglicherweise auch bei Windows 7 da halt ein Update irgendwie eingespielt. Und jeder, der automatische Updates dort aktiviert hatte, der hat nächsten Tag dann halt leider das Problem gehabt, dass die Lizenz nicht mehr gefunden werden konnte. Und dann kommt dann halt so eine Meldung wie, der Lizenzserver kann nicht gefunden werden, bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen. Und es war halt leider so, dass Windows bzw. Microsoft, dass die da halt wirklich eine Funktion verändert haben, die halt elementar ist für den ganzen Netzwerk, also Internetverkehr, die ganze Kommunikation. Und die haben dann mal kurzerhand alles lahmgelegt. Und das heißt, da wird dann halt nicht nur die Lizenz nicht gefunden, sondern der SteroTrader zeigt dann auch leider nicht an, dass es eine neue Version gibt, weil halt eben die ganze Kommunikation dadurch halt gestört war. Und deswegen ist jetzt am Wochenende eine neue Version raus und das ist halt die Bildnummer 2061. Also wer das Problem noch irgendwie hat oder sich wundert, warum er keine Lizenzen beziehungsweise nicht online gehen kann oder halt auch ein Add-on nutzt, wie zum Beispiel das Value Profile und da keine Daten bekommt, das ist alles die gleiche Ursache. Und das sollte man einmal alles auf den neuesten Stand bringen und dann ist das behoben. Und wir haben auch vorhin noch drüber gesprochen, der Nelson und ich. Es ist halt auch hilfreich, das kann ich noch erwähnen, oder Nelson, mit der Facebook-Seite? Ja, natürlich. Okay. Ist halt auch sehr hilfreich, wenn man sich halt einfach auf der Seite, nämlich hier, ups,
vom die SteroTrader Facebook-Seite, wenn man die halt abonniert. Und weil dort stehen dann halt immer genau solche Sachen halt drin. Das halt einfach hier bei Facebook einfach SteroTrader oben beim Suchbegriff eingeben. Und dann kommt man auf die SteroTrader-Seite. Die darf man natürlich sehr gerne auch liken, ja. Und ansonsten kann man die auch einfach über Abonnieren halt entsprechend dann so einstellen, dass man halt zumindest immer die Neuigkeiten mitbekommt. Und hier gibt es halt keinen Spam oder sowas, sondern hier stehen halt wirklich immer Updates oder beziehungsweise, wenn bekannte Probleme sind, wird hier immer direkt drauf eingegangen. Und hier steht auch, stand auch zum Beispiel dann am Samstag, jetzt am 16. Februar um 12 Uhr, ging eben entsprechend auch die 2061 online. Und da wurde auch nochmal kurz Bezug zugenommen, was es damit auf sich hat. Und auch letzte Woche, wie man dann halt hier zum Beispiel dann halt sieht, gab es dann hier halt auch zum Beispiel die Tageslizenzen. Ja, das sind so diese Notfalllizenzen, wenn irgendwie Internet- oder Serverprobleme oder irgendwas in der Richtung besteht. Und das heißt, hier ist man dann halt einfach immer up to date und weiß dann halt einfach immer, was Stand der Dinge ist. Also, wenn es irgendwo mal Probleme gibt, am besten dann halt einfach, wie gesagt, die Seite abonnieren und dann halt mal gucken, wenn da halt irgendwas Aktuelles, akut ist. Und dann wird es dort eben dann auch angezeigt. Und es ist halt dann auch für euch alle natürlich auch wesentlich einfacher, da halt auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und oft ist es auch zum Beispiel so, wenn neue Versionen rauskommen, dass die halt hier schon mal zuerst angekündigt werden und nicht unbedingt dann auch sofort im SteroTrader, weil das ist meistens ein bisschen verzögert. Im SteroTrader selber wird die Verfügbarkeit von einer neuen Version immer dann angezeigt, wenn es dann halt wirklich offiziell ist und dann entsprechend halt auch stabiles. Ja, da sage ich schon mal danke, Peter. Er ist wahrscheinlich hier auch mit dabei und hat die Seite geliked und hier kommen die ersten Abonnenten, aber das muss ich jetzt auch mal wegmachen, nicht, dass wir hier noch ein Problem mit dem Datenschutz bekommen. Gut, alright, so. Also, dann fangen wir halt mal an. Also, das war das Thema mit der. Was habe ich denn jetzt hier? Habe ich hier Internetausfall? Ach, was ist das denn jetzt? Nee, es kann sein, ich habe hier die Verbindung kurz gewechselt zwischendurch. Ich muss mich hier leider mal ganz kurz neu draufklinken. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass hier noch irgendwas anderes auf ist. Aber Dann soweit ich kann ich sehe. vielleicht eine Frage mal dazwischen schieben, was jetzt nicht zwingend mit dem SerialTrader zu tun hat in der Zeit. Und zwar wurde gefragt, kann ich horizontale Linien auch verkürzen, also nicht durchgehend von rechts nach links. Und dafür gibt es im MetaTrader, wenn man die Linie bzw. die Eigenschaften aufruft, im MetaTrader 4 unter Parameter heißt die Funktion endlose Linie zeichnen. Das kann man natürlich entsprechend deaktivieren. Und im MetaTrader 5 heißt das Strahl rechts oder Strahl links und da entsprechend auch den Haken rausnehmen. Dann hat man die Linie entsprechend so lang, wie man es haben möchte. Ja? Also hier das, ne? Genau, das meinst du ja. Genau, Hier richtig. endlose Linie, wenn man das aktiviert. Und dann geht die halt so. Und wenn man das halt entsprechend wegmacht, und dann ist die halt nur verkürzt. Genau. Okay. Gut, dann fangen wir mal mit den SteroTrader-Fragen mal an. Wir starten mal langsam, Dirk, ein bisschen Warm-up. Und wir haben hier eine Frage. Wofür steht nochmal die Checkbox Aktivitätsüberwachung und sollte man diese aktivieren? Die ist eigentlich dafür gedacht, dass halt, also das hier ist Activity Control. Warum steht das bei mir auf Englisch, frage ich mich gerade. Aber auf jeden Fall ist es die Aktivitätsüberwachung an der Stelle, die versucht halt, ja, das ist so ein bisschen rudimentär, beziehungsweise das ist so nicht ganz ausgereift. Die versucht halt herauszufinden, ob zum Beispiel mehrere Instanzen da halt auf die Trades zugreifen, ob da halt irgendwelche Konflikte halt da sind und dann entsprechend halt zu reagieren. Also sie funktioniert, ja, aber ist trotzdem kein verlässlicher Indikator dafür, beziehungsweise keine verlässliche Funktionalität, das wirklich dann halt auch final zu überprüfen. Also man kennt es ja halt, der ein oder andere hat es schon erlebt. Man sieht irgendwie einen Stop und der Stop springt hin und her. Und das kommt halt zum Beispiel dann davon, dass man halt auf zwei verschiedenen Computern im gleichen Konto das gleiche Handelsinstrument irgendwie gerade handelt, mit unterschiedlichen Stop-Einstellungen. Und dann geben die beiden SteroTrader-Instanzen, schicken dann unterschiedliche
Befehle dann an den Server und der Server bearbeitet die halt nacheinander ab. Und das heißt, deswegen springt es dann halt ab. Und sowas versucht die Funktion zu erkennen. Aber ich selbst habe sie tatsächlich immer aus. Und generell funktioniert sie halt schon. Aber das ist halt eigentlich der Grund, wozu sie da ist. Und sie kann halt einfach, wenn sowas passiert, deswegen habe ich sie halt eben aus, kann es dann eben dazu führen, dass alle Instanzen dann offline geschaltet werden. Das heißt, dass dann halt alle in den Passivmodus gehen. Das heißt, ich kann dann halt, wenn ich jetzt hier eine Position drin hätte und mal als Beispiel, die wäre jetzt halt irgendwie, da hätte ich halt, als ich jetzt nur mal als Beispiel Short drin und wenn die passiv ist, sieht die dann so aus. Das heißt, ich kann dann plötzlich gar nichts mehr machen. Ja. Und ich habe sie halt zum einen deswegen aus, zum anderen auch daher, weil ich ohnehin auf dem VPS bin und da halt immer auch ohnehin auch nur eine Instanz vom StereoTrader halt aufhabe und das eigentlich auch nicht passieren kann. Also das ist grundlegend die Funktionalität. Also sie versucht rauszufinden, bestmöglich, ob da halt irgendwelche Einflüsse von außerhalb den Trade beeinflussen und schaltet, wie gesagt, den StereoTrader im Zweifelsfall dann halt ab, beziehungsweise halt in den passiven Modus. Okay, dann, ich glaube, aber hast du aber die nächste Frage hast du, glaube ich, anfangs schon halb beantwortet. Aber hallo Dirk, bekomme von dem Market Profile Tool von Olli in der LT-Version nicht täglich die Daten. Mache ich da was falsch? Ja, also wie gesagt, liegt wahrscheinlich genau an dem gleichen Problem. Sollte man auch unbedingt, kann man hier auch machen, über den Installation Manager unbedingt auf die 2.0.6.1 bringen, weil das hängt dann wahrscheinlich auch mit dem Update ganz einfach zusammen. Ja, also dass halt dort dann halt einfach auch noch, wenn das Windows 10 Update oder Windows 7 oder was auch immer da inzwischen auch nachgeschoben wurde, einfach hier drauf gehen und dann halt hier das, wo ist es? Value Profile einfach neu installieren und dann hat man, hier sieht man es ja auch, also alles Bild 2061, sämtliche Add-ons, weil die natürlich alle die gleiche Schnittstelle verwenden für die Kommunikation eben mit dem Server, deswegen ist da alles auf 2061 und sollte man unbedingt dann auch updaten. Im Installationsmanager, wo du jetzt gerade warst, stehen StereoTrader Classic und Silver zur Verfügung. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Versionen? Also spielt für FX Flat Kunden keine Rolle. Also die Silver Edition, das ist halt einfach nur eine stark abgespeckte Einsteigerversion vom StereoTrader, die aber eben nur über die Homepage angeboten wird. Okay. Hallo Dirk, würdest du bitte den Unterschied zwischen dem Order Trail PryEx und PryEx Plus erklären. Danke. Hatten wir das nicht schon das letzte Mal? Also kann ich Ja, aber, ja, ich letztes glaube Mal oder schon. vorletztes Mal, ja. Ja, da sollte man, weil das ist wirklich in aller Ausführlichkeit auch erklärt worden. Dort würde ich eigentlich ganz eher dann auf das Webinar verweisen und dort wirklich mal nach der Frage gucken, weil es dauert ein bisschen, das zu erklären. Und aber dort ist es wirklich nochmal in aller Ausführlichkeit. Also generell ist es ja eine Trading-Methode, die auf Außenstäben beruht. Und es ist halt so, dass halt der PryEx Plus, der geht halt nicht erst dann raus, wenn der Stop getroffen wurde, sondern wenn halt ein Außenstab quasi halt per Schlusskurs unterboten wurde oder überboten, je nachdem, ob man long oder short ist. Also das in Kurzform dazu. Aber wie gesagt, in aller Ausführlichkeit in dem anderen Helpdesk wieder. Genau, die Aufzeichnungen sind ja auch online, also kann man alles sich in Ruhe anschauen. Okay, dann die Layouts laufen relativ instabil. Bei Neustart vom MetaTrader sind sie häufig weg. Das muss echt ein sehr individuelles Problem sein, weil generell ist es so, dass der StereoTrader, das sind ja einfach nur Setup-Dateien, also Textdateien, ja, das kann man auch selber überprüfen und weil die sind ja halt gespeichert. Und aber ich habe halt wirklich schon erlebt, dass irgendwelche Aufräumprogramme da im Hintergrund, die auch oft von Virenscannern kommen, die halt irgendwie vermeintlichen Trash und so weiter halt entfernen, dass die gerne mal hingehen und irgendwie irgendwelche Ordner aufräumen, weil sie denken, das sind irgendwelche Logdateien, die halt keiner braucht. Und also ich zum Beispiel habe, ich habe das Problem noch nie gehabt, ja. Ich weiß aber halt, dass irgendwie vereinzelt taucht es auf. Und es ist kein irgendwie ein genereller Fehler oder sonst irgendwas. Auch beim, wenn man eine neue Version installiert, da wird nichts überschrieben. Also die Setup-Dateien,
Das kann man sich, kann das versuchen, mal zu zeigen. Die findet man hier. Also, wenn man hier auf Datenordner, Dateiordner öffnen, da halt geht. Und da gibt es halt hier MQL4. Und dann gibt es den Ordner. Es kann aber sein, dass ich jetzt hier falsch bin. Moment, mal gucken. Setups. Ne, da ist es nicht. Sondern hier über Terminal und dann Common Files. STMT4 Setups und dort sind entsprechend halt die ganzen Setup-Dateien drin. Und den Ordner kann man ja einfach mal im Auge behalten. Oder wenn man möchte, kann man den natürlich auch, kann man davon auch ein Backup machen. Und dann wird man halt sehen, beziehungsweise wenn man das Backup hat, und dann kann man das ja vergleichen, wenn man eine neue Version drauf macht und im Zweifelsfall einfach da nochmal reinkopieren, dann sind die Einstellungen auch da, weil da steht auch dort alles. Das kann ich mal zeigen. Jetzt war ich ein bisschen schnell. Kann ich auch mal kurz im Klartext zeigen, wie sowas halt aussieht und dass das kein Hexenwerk ist, was da drin steht. Wenn man jetzt zum Beispiel halt hier mal sowas aufmacht und das kann man halt alles, das sind halt einfach letzten Endes alles Klartextangaben und gut, die ist natürlich nicht so, dass man es halt ohne Probleme lesen kann, aber man sieht halt hier, das ist kein kryptischer Code oder irgendwas und da stehen auch genau solche Sachen drin, wie Initial SL in Punkten 10, 20 und letzten Endes wird das nur ausgelesen. Und solange die Dateien da sind, der Stereotrader löscht sie nicht, also zumindest nicht automatisiert und dann sind auch die Einstellungen eigentlich alle da. Ja, vielleicht noch als Ergänzung in den Einstellungen, wenn man zum Beispiel die Farben, Kerzenfarben umgestellt hat, dann sollte man natürlich auch auf Custom ändern, ne? Ja, Das ist korrekt. genau. Gut. Okay. Dann ich schau mal, was die nächste Frage ist. Hallo, wie erhält man die Daten für das DOM? Wird dies von FXLet zur Verfügung gestellt? Vielleicht kannst du gleich was zum DOM sagen. Ich beantworte die Frage zu FXLet. Also das Projekt Futures im MT5 liegt bei uns immer noch auf dem Tisch. Sie werden da, wenn es Neuerungen gibt, auf jeden Fall rechtzeitig informiert. Aber natürlich ohne Future-Daten nützt auch ein DOM, eine DOM-Funktion nicht. Aber Dirk, du kannst gerne noch ergänzen. Ja klar, also den DOM gibt es halt wirklich nur im Future. Ne? Das heißt, hier ist da, der ist zwar hier angezeigt im MT4, das hat aber einen anderen Hintergrund und eigentlich gehört er da weg. Der gehört da eigentlich gar nicht hin. Weil da war halt mal eine Überlegung da, halt, dass man die Daten importieren kann. Deswegen ist diese Schaltfläche noch da, aber tatsächlich gehört die eigentlich da wirklich nicht mehr hin. Also ist eigentlich genau genommen ein Darstellungsfehler in der MT4-Version. Beim MT5 oder generell MT4 und MT5. Also eigentlich ist es so, dass die halt wirklich nur aktiv dann eben auch ist, wenn Future-Daten da sind, wenn halt entsprechend, ich weiß nicht, ist es im MT5, ist sie da aktiviert? Per Standard weiß ich jetzt gar nicht. Mal gucken. Weil. Oh, hoppla, habe ich heute ein bisschen was experimentiert. Das ist, glaube ich, ein bisschen groß. Sieht natürlich ein bisschen lustig aus. Ich habe halt hier heute eine Einstellung probiert für eine 5K-Auflösung. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen heftig gerade. So, können wir mal gucken. Hast du eigentlich auch jetzt einen Monitor gefunden für dich, oder? Achso, ist das, hat sich das rumgesprochen, ja? Hat Nee, sich rum. ich hab ja eh 5K-Monitor hier, also in der Mitte halt zumindest. Ich hätte nur noch gern eben einen zweiten auch in der Größenordnung. Ja, ist halt hier, ne, weil der halt nicht weiß, ob das jetzt ein Future-Konto ist oder halt eben nicht und nicht weiß, ob die Daten da sind. Deswegen ist die Schaltfläche in der MD5-Version verfügbar, aber wenn keine Daten reinkommen und dann entsprechend erscheint da halt auch logischerweise dann auch nichts. Okay, dann nächste Frage. Kannst du nochmal den Unterschied zwischen Fill-OKill, IOC und Return erklären? Danke. Ja, macht aber eigentlich gar keinen Sinn. Also, weil letzten Endes, wenn man jetzt hier, weil das ist einfach Broker-spezifisch. Also, es gibt ja halt hier beim Stereotrader für den MetaTrader 5, habe ich ja halt hier die Filling-Methode, kann ich ja halt auswählen. Aber das führt eben dazu, sobald ich die verstelle,
funktioniert es ganz einfach gar nicht mehr. Also das ist halt einfach der Hintergrund. Aber generell sind es halt einfach gängige Methoden, die man halt auch im Internet nachlesen kann, was die halt bedeuten für den Fill. Aber halt, wie gesagt, es macht keinen Sinn, das zu verstellen, sondern das ist ja halt entsprechend, Fill or Kill ist hier voreingestellt bei FX Flat. Und das ist eben die Einstellung, die funktioniert und der Rest funktioniert wahrscheinlich nicht. Deswegen muss man da gar nicht großartig drauf eingehen. Also da besser nichts dran ändern. Gut, dann nächste Frage. Hi Dirk, bei mir kommt sein neuestes Invalid Profile Time Settings Found. Bei Profildaten habe ich 0 Uhr bis 23 Uhr. Ist das doch die richtige Einstellung, oder? Welche Version? Das wäre die erste Gegenfrage, weil das ist nämlich stark entschärft worden schon in dem letzten Update. Und da sollte eigentlich so ohne weiteres keine Fehlermeldung mehr kommen. Okay, hat der Teilnehmer noch nicht geschrieben. Können wir gleich ergänzen. Generell, 2061. da kommt die Fehlermeldung. Okay, also bei welchem Symbol wäre dann halt die Frage auch? Weil generell ist es so, hier wird halt eine Überprüfung gemacht und wenn das jetzt ein Symbol ist, was jetzt hier nicht als registriertes Symbol angezeigt ist, oder aber wenn der Teilnehmer hier nicht bei FX Flat ist, sondern irgendeinen Broker hat, der halt hier nicht registriert ist und dann erscheint hier Unregistered Symbol und dann muss man entsprechend die Profildaten auch ganz angeben. Das heißt, hier muss dann halt der Kontraktname vom Future drinstehen, der Basiskontrakt, die Uhrzeit von wann bis und die Tick-Size vor allen Dingen. Und also wenn die Uhrzeit falsch ist, dann gibt es, also wenn die keinen Sinn ergibt, dann gibt es halt eine Rückmeldung, funktioniert nicht. Oder auch wenn die Uhrzeit verstellt ist, gibt es diese Meldung auch. Oder auch wenn hier das Tick-Volumen, Quatsch, die Tick-Size, wenn die halt falsch ist, dann kommt diese Meldung. Aber jetzt zum Beispiel zum DAX sind das halt hier die Einstellungen, weil DED ist halt das Standard-CQG-Symbol als Beispiel. 1 bis 22:30 Uhr ist jetzt halt hier die Kernhandelszeit vom Future und die Tick-Size ist 0,5. So, also das heißt einen halben Punkt. Und das heißt, das sind die funktionierenden Einstellungen auf jeden Fall. Und wenn man die eingibt, dann sollte da auch nichts an Fehlermeldung kommen. Nur wie gesagt, wenn es halt ein anderes Symbol ist oder die Uhrzeiten verkurbelt sind, und dann kann es da halt schon mal zu einer Meldung kommen. Okay, kam mir jetzt kein Symbol, aber falls da noch was kommt, kann ich das hinzufügen. Okay, dann nächste Frage. Sind zwei Fragen und etwas länger. Hallo zusammen zum Thema Klangtöne. Hatte bereits eine MT5 StereoTrader Demo und konnte dort im Verzeichnis der Waves meine Klänge mit den vorgefundenen Dateinamen tauschen. In der derzeitigen Installation finde ich dieses Verzeichnis nicht. Erste Frage. Da wird man wahrscheinlich, die sind in dem Programm-Files-Ordner, soweit ich weiß. Also muss ich jetzt auch mal irgendwie genauer nachgucken. Halt hier bei Dateiordner öffnen und da wird man wohl dann die Version raussuchen müssen, die hier im System halt hinterlegt ist. Das heißt also hier unter Program Files x86 zum Beispiel, dann halt für den MetaTrader 4. Und jetzt müsste ich hier auch raten, welcher das ist. Und da muss man hier auf die Suche gehen und da halt zum Beispiel bei Sounds, genau. Also wenn das jetzt hier so eine Installation ist, entsprechend im Program Files x86, wie man sieht, ich habe hier diverse MetaTrader drauf. Und dann findet man die hier drin. Man muss dann natürlich den richtigen Ordner erwischen, keine Frage. Okay, dann eine zweite Frage. Ist es möglich, Stop-Buy, Stop-Sell-Trigger auch in Form eines Signals zu generieren? Verstehe ich nicht, leider, die Frage, wie die gemeint ist. Dann bitte nochmal ergänzen, lieber Teilnehmer, was genau damit gemeint ist.
Also Ergänzung hier, bei den Stop-Orders kommt eben kein Ton. Ja, also das ist halt leider, bei den Stop-Orders kommt kein Ton. Bei einem Fill, also geändert ist da eigentlich nie was dran worden. Deswegen, also, ist eine gute Frage. Also, kann ich jetzt irgendwie auf Anhieb gar nichts so sagen. Ich verwende die Sounds, weil ich auf dem VPS bin, leider gar nicht. Aber da ist nie was dran geändert worden. Wenn die Soundfiles da sind, sollte das auch eigentlich funktionieren. Da wäre jetzt halt die Frage, betrifft es nur die Stop-Order oder betrifft es womöglich auch irgendwelche anderen Orders? Also der Teilnehmer schreibt, bei den anderen funktionieren die Töne. Okay, müsste ich mir angucken. Also kann ich jetzt auf Anhieb nichts zu sagen. Ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sich da irgendwas eingeschlichen hat irgendwann mal, aber ist mir jetzt nicht bekannt, dass es jetzt irgendwie generell ist. Aber wie gesagt, muss ich mir angucken. Dirk, ich glaube, das hatten wir noch nicht, aber wir haben tatsächlich alle Fragen beantwortet. Wie jetzt? Um 18:26 Uhr. Ja. Weißt du, wer da schuld ist? Das ist der Thorsten, der Schlaumeier. Der hat nämlich hier um 18:30 Uhr auch ein Webinar angesetzt. Da habe ich schon interveniert. Ich habe schon gesagt, so eine Überschneidung. Da fehlt natürlich auch hier so einiges dann auch an Teilnehmern. Vermute ich mal ganz stark. Nee, die Teilnehmerzahl ist super, Ja, aber stimmt eigentlich, ne? offensichtlich sind alle zufrieden bis jetzt. Ist ja Also, unglaublich. wir haben noch Zeit. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte. Ja, Ansonsten alles gut. haben wir Also, heute mal früher Feierabend. finde ich jetzt nicht so schlimm. Nee, aber ich bin ja generell froh, wenn es ja halt läuft. Also, wir haben ja auch momentan nichts Generelles, irgendwie, was da halt irgendwie an Fehlern oder so halt da ist. Von daher bin ich da natürlich auch immer ganz happy, wenn es dann halt irgendwie auch funktioniert, so wie es funktionieren soll. So, jetzt, Klar. jetzt kommt die Fragen rein, siehst Hättest du mal nichts du? gesagt. Ja, und zwar, eine strategische Order beginnt immer sofort. Kann man die verzögert starten, zum Beispiel 30 Punkte vom aktuellen Kurs? Ja, da ist, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen. Nachher verspreche ich hier irgendwas, was ich nicht halten kann, zeitlich. Aber da ist schon ganz lange was in der Mache und das ist auch langsam ausgereift und ich habe da auch schon gesagt, dass ich da auch mal ein Video dazu machen werde. Ich kann euch mal, ich zeige es jetzt einfach mal, wie das in Zukunft aussehen wird mit der strategischen Order. Aber wie gesagt, gibt es noch nicht und bitte nagel mich niemand dran fest, wann das Ding wirklich dann halt auch in der Release drin ist. Ich habe ja hier jetzt eine Beta-Version, die ist natürlich immer einen Schritt voraus und das sieht das Ganze ein bisschen anders aus hier mit der strategischen Order. Und da ist natürlich die Frage, kann man das halt zeitlich steuern? Die erübrigt sich hiermit, weil man kann das ganz anders in Zukunft steuern. Man kann halt hier zum Beispiel halt Cluster anlegen. Das heißt, in Zukunft wird es so sein, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich mache halt hier ach, jetzt bin ich in der Beta-Version, ist natürlich jetzt der Vorführeffekt par excellence wahrscheinlich jetzt. So, nee, da geht's doch. So, das heißt, ich kann halt hier ein Cluster definieren und kann dann zum Beispiel sagen, na ja gut, hier oben in dem Bereich, mal als Beispiel, da würde ich gerne generell irgendwie Short gehen. Und dann kann ich halt hier nachher auswählen, da Short, mache dann Apply und dann habe ich hier oben eine Short Range. Ja, das heißt, hier oben würde der zum Beispiel immer Short gehen. Also in diesem Bereich. Solange er in dem Bereich ist, würde er halt immer eine strategische Order aufmachen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel 5 mal ATR durch 2, nur mal als Beispiel, hier der M15 ist gewählt. Man kann auch hier umschalten auf sekündlich. Und dann ist es halt so, immer wenn er da reingeht, macht er halt ein Short-Paket auf. Und natürlich mit Long und so weiter ganz genauso. Ich kann das auch mit Linien machen. Das heißt, ich kann auch hier zum Beispiel dann halt sagen, hier in dem Bereich, wenn er halt irgendwie auf der Linie halt rumtingelt, habe ich noch ein paar Auswahlmöglichkeiten mehr. Könnt hier zum Beispiel dann halt sagen, mach halt hier Long Hold. Das heißt, sobald die Linie getriggert ist, egal von welcher Seite, und dann würde dort Long aufgemacht werden, so lange, bis zum Beispiel dann halt irgendwo eine Linie ist, die sagt, angenommen, ich habe dann halt hier so einen Kanal, da kann ich dem genauso gut sagen, End Long Hold, zack, und hier oben würde das Ganze dann beendet werden. Und so kann man dann halt den ganzen Markt entsprechend nachher eingrenzen, auf visuelle Art und Weise eben mit solchen Clustern.
Und sobald man das dann aktiviert und dann läuft das Ganze halt. Also so ist halt jetzt erstmal ganz rudimentär. Wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Es ist auch in der Release natürlich auch noch nicht zu sehen. Ist momentan nur in der Beta drin, aber das ist die generelle Funktionsweise. Die hakt aber noch an ein paar Stellen und klar, bevor die natürlich dann auf die Menschheit losgelassen wird, muss die natürlich auch mal eine Zeit lang funktioniert haben. Und hier ist natürlich einfach das Problem, in Anführungszeichen, man kann es nicht im History Trading ausprobieren. Es funktioniert leider nicht. Und entsprechend dauert es natürlich ein bisschen, bis sich das im Live-Trading dann halt auch mal bewahrheitet hat. Also ich bin ja die ganze Zeit auch schon dabei, mit dieser Funktion die zu testen, auch auf dem Live-Konto. Und dass das Ganze eben auch nachher entsprechend funktioniert. Aber da wird es halt ohnehin, da gibt es dann auch eine ganz andere Bildnummer, eine andere Versionsnummer vom Stereo-Trader und natürlich auch ein Video dazu, sobald es wirklich spruchreif ist. Aber wie gesagt, bitte nagel mich keiner darauf fest. Ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, mit der man halt einiges anfangen kann und beantwortet mit Sicherheit auch die Frage, die da gerade gestellt wurde. Also du kannst nicht so was Tolles vorstellen und gleichzeitig bitten, dich nicht zu fragen, wann das kommt. Das funktioniert nicht. Das ist mir so klar. Weil die Frage ist schon da, ja? Ja. Wie lange dauert das ungefähr noch? Wir haben das tatsächlich, ich habe das vor einem Jahr schon angefangen und da auch schon mal was davon gezeigt und konnte es bisher halt einfach nicht halten, weil halt zu viele andere Sachen halt noch auf dem Schirm waren. Und die halt Priorität hatten. Aber nichtsdestotrotz, also man sieht ja, da geht ja was vorwärts, aber es dauert halt eben. Ja, und das ist jetzt auch nicht gerade irgendwie eine Kleinigkeit, sondern ist ja auch schon wieder so ein bisschen innovativ, was da halt kommen wird. Okay, dann machen wir mal weiter. Sind ja doch noch einige Fragen gekommen. Ich wollte wissen, ob man beim Sport-Add-on die Automatik einschalten muss oder macht dies das Add-on alleine? Nee, muss man schon einschalten. Das ist hier unten bei Auto Trading, ne? Also bei dem Sport Add-on, wo ist es denn? So, da ist ja erstmal, da sieht man ja, das ist halt hier nicht eingeschaltet. Das muss man natürlich dann halt schon hier aktivieren über das Auto Trading, ganz klar. Also falls das jetzt damit gemeint ist, wovon ich jetzt mal ausgehe. Okay, ich denke auch, dass das damit gemeint war. Ja. Dann nächste Frage, kommt ja auch relativ häufig die Frage. Hallo Dirk, wie ist die minimale notwendige Größe des Arbeitsspeichers für den VPS anzusetzen, wenn man mit SteelTrader arbeiten möchte? Bei MetaTrader 4 mindestens 4 GB, bei MetaTrader 5 mindestens 8. Also drunter würde ich nicht anfangen, auch wenn es vielleicht funktioniert. Aber sobald man dann irgendwie ein paar Charts mehr auf hat, gibt es dann halt auch relativ schnell Probleme. Dann bleiben wir beim Thema VPS. Nächste Frage. Gibt es Probleme, wenn man auf einem VPS gleichzeitig MT4 und MP5 jeweils mit SteelTrader laufen lässt? Nö, mache ich auch. Also gibt kein Problem. Vorausgesetzt, er ist natürlich groß genug. Ne? Also das heißt klar, je mehr Instanzen, desto mehr Ressourcenverbrauch. Und aber generell Probleme definitiv nicht. Dann, beim Löschen der Integratoren im Hauptchart hängt er sich ständig auf. Bekomme das MP-Tool vom Olli nicht runter. Muss das Programm dann beenden mit Meldung an Microsoft? Habt ihr eine Idee? Ich weiß, dass da, also das Ding ist halt, wie soll ich das erklären? Die hängen halt in einem Timer halt alle drin. Und während des Timers, also das heißt wie so ein Wecker, also der dann halt irgendwie alle ein paar Sekunden dann halt klingelt, wird dann halt immer eine Internetabfrage gemacht. Und da ist natürlich immer die Chance recht groß, dass man genau in diesem Zeitfenster dann irgendwie versucht, das zu schließen. Und da kommt der MetaTrader leider Gottes da teilweise ins Straucheln. Also gemeint ist ja wahrscheinlich hier, ne, Indikatorfenster löschen. Hier geht es halt ohne Probleme, weil da keine Abfrage da ist. Aber ich weiß, bei dem Value Profile Add-on ist es so. Und ich will das jetzt aber hier nicht demonstrieren, beziehungsweise nicht provozieren. Aber die einfachste Variante ist, wenn man das Add-on halt drauf hat, dass man halt nicht die Funktion wählt, hier über Indikatoren. Ich glaube, das ist halt das Problem, dass halt hier auch nochmal ein Fenster aufgeht
und dann im Hintergrund versucht wird, was zu beenden. Also normalerweise wär jetzt das der Weg. Ich mache es tatsächlich auch so, wenn ich es loswerden will, ich mache einfach den Chart zu und dann ist das Problem nicht vorhanden. Das ist eigentlich das Allereinfachste. Aber wie gesagt, ist halt leider, wie soll ich sagen, also ich hätte es auch gerne ein bisschen besser im Griff, dass das halt eben so nicht irgendwie immer wieder dazu führt, dass tatsächlich, dass man halt Probleme hat, das loszuwerden. Aber das ist leider Metaquotes an der Stelle, die da halt irgendwie mit dem Timer da durcheinander kommen, beziehungsweise halt, wenn dann halt eine Internetabfrage da ist, dass die sich da halt irgendwie verschlucken. Gut, dann schaue ich mal, ob da noch was kommt. Eine Frage ist hier bezüglich der Lizenz oder des Problems. Habt ihr schon besprochen, was man aktuell machen muss, wenn das Ziel nach dem aktuellen Update mit einem Lizenzfehler hängen bleibt und auch durch erneutes Hereinziehen in das Trade-Fenster nicht startet? Also kann kein generelles Problem sein. Also da würde ich eher wirklich mal drauf tippen. Das haben wir jetzt tatsächlich schon auch in der Gruppe irgendwo gehabt, dass dann halt jemand eine Tageslizenz drin hatte, dann den Tageslizenzcode und dann halt das Update gemacht hat und dann ging es natürlich nicht. Man muss natürlich halt hier in das Feld bei License Code muss man natürlich dann auch wieder FX Flat eintragen. Also dann sollte das eigentlich gar kein Problem mehr sein. Weil wir haben es auf jeden Fall auf Windows 8, auf Windows 10 mit Updates, ohne Updates, auf allen möglichen Serverversionen getestet. Und das Problem taucht nicht mehr auf. Also es kann nichts Generelles sein. Also Und der Teilnehmer, der bitte? das geschrieben hat, hat Windows 7 und Ja. sagt, gestern lief noch alles. Und heute nicht mehr, bei Windows 7. Kann ich momentan gar nicht so sagen. Also es ist jetzt der erste Fall, den ich höre, hier mit Windows 7, dass das seit gestern irgendwie nicht mehr geht. Also wie gesagt, wir haben es halt geprüft, ne, und haben eigentlich so durch die Bank positive Feedbacks da auch. Deswegen, das muss irgendeine Kann ich andere. an der Stelle auch bestätigen. Also wir hatten ja heute auch mit einigen Kunden gesprochen und nach dem Update lief es eigentlich. Aber da kann der Teilnehmer sich gerne auch nochmal bei uns beim Service melden und dann können wir versuchen, da individuell mal drauf zu schauen. Im Zweifelsfall immer einen Blick auf die Firewall irgendwie werfen. Nicht, dass da irgendwas gesperrt ist. Oder es gibt ja auch solche Überwachungszusatzprogramme für Windows, gibt es ja irgendwie alles Mögliche da halt an Zeugs. Auch Virenscanner können blockieren und da muss man wirklich drauf gucken auf die ganzen Geschichten. Nicht, dass da einfach irgendwo eine Blockade drin ist. Also, wenn da generell die Fehlermeldung erscheint, Lizenzserver konnte nicht erreicht werden, dann ist das eigentlich schon ein gutes Indiz dafür, dass halt irgendwo an der Firewall liegt. Wenn aber da steht, keine gültige Lizenz gefunden, dann ist es wirklich eine Frage von der Lizenz. Von der Lizenz selber. Weil die Reihenfolge ist halt immer die, dass halt zuerst geguckt wird, ist überhaupt, kann ich eine Internetverbindung zum Lizenzserver herstellen? Ja, nein. Und wenn das nicht gelingt, dann kommt, wie gesagt, die Meldung, Lizenzserver konnte nicht gefunden werden oder beziehungsweise wo das dann steht, überprüfen Sie das mit Ihren Einstellungen. Aber sobald es spezifisch wird, also keine Lizenz gefunden, Lizenz ungültig oder sonst irgendwas, dann hat es damit auch schon seine Richtigkeit. Also da muss man da an anderer Stelle dann ansetzen. Also der Teilnehmer ergänzt noch, an der Firewall wurde nichts geändert. Ich denke mal, das hat mehr Sinn, wenn wir uns das mal in Ruhe beim Teilnehmer anschauen. Genau. Okay, dann nächste Frage von Jörg. Jetzt Moin, hörst du nicht kurze mehr Frage. auf, ne? Wie bitte? Jetzt hörst du nicht mehr auf, ne? Von der Jetzt höre ich Viertelstunde nicht mehr auf, haben wir ja. gekündigt. Ja, genau. Ja. Jetzt geht's erst richtig los. Schon zu mir kalt gestellt und jetzt kriege ich Ja, nachher. da hast dich schon gefreut, ne? Heute mal Ja, ne? früher. Nee, nee, so läuft das nicht. Also, Frage, kurze Frage zu den Pivot-Einstellungen im Reiter Chart. PH ist eingeschaltet und dann drücke ich die PD und dann ist PH vom Bildschirm weg. Mal angucken. Er ist nur verschoben, ne?
sehe ich gerade. Soll natürlich so nicht sein. Muss ich mal einen Blick drauf werfen, was es damit auf sich hat. Also da sind sie ja, aber irgendwie, ja, springt um eine Stunde. Ne, klar, ist wohl ein kleiner Bug, muss ich mir angucken. Okay, dann. Was passiert, wenn bei Auto-Exit die Uhrzeit auf 0 Uhr steht? Dann geht es um 0 Uhr raus, wenn um 0 Uhr noch der Markt auf ist. Also hier, ne? Weil es ist halt wirklich mit Erreichen der Uhrzeit wird da halt geguckt. Wenn dann natürlich 0 Uhr steht und um 0 Uhr macht der Markt zu oder halt an der Stelle dann FX Flat mit dem jeweiligen Handelsinstrument, da kommt man natürlich nicht mehr raus. Das heißt, das sollte man dann schon irgendwie ein, zwei Minuten früher stellen. Also wie es halt Also, ihr auch habt, zum Beispiel für den DAX 21,59 und damit es eben nicht genau 22 Uhr ist, weil das funktioniert nicht. der Fragesteller ergänzt jetzt noch seine Frage, und zwar meinte er, wenn er sowohl bei Beginn als auch Ende 0 Uhr einstellt. Wo ist der Sinn, muss ich da die Gegenfrage stellen? Das ist ja schon eine Provokation von etwas, was nicht funktionieren kann. Also das sollte ja schon irgendwie Sinn ergeben. Ne? Ich meine, wenn er um 0 Uhr anfangen soll, 0 Uhr raus, dann geht wahrscheinlich nie ein Trade auf, würde ich mal so tippen. Dies sei voreingestellt, schreibt er. Ja, das heißt ja nicht, dass man es so lassen muss. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Sorry, nächste ich weiß Frage. jetzt gar nicht, was ich sonst darauf sagen soll. Ich meine, wenn man das aktiviert, also bevor man es aktiviert, wir handeln ja hier mit Geld, dann gucke ich natürlich ja auch, was ist denn eingestellt, was will ich denn? Und ich klicke ja nicht einfach drauf und sage, so, jetzt Feuer frei. Ne? Und selbst wenn es jetzt zum Beispiel so ist, wenn ich jetzt als Beispiel hier sage, irgendwie Beginn 9 Uhr, Ende 10 Uhr, mal angenommen, hier ist irgendwas ganz Merkwürdiges eingestellt, ja, und ich habe einen Trade auf. So, und wenn ich das dann hier aktiviere, dann kriege ich sogar noch einen Warnhinweis, dass die Position sofort geschlossen wird. Also von daher, ne, ist da halt eigentlich auch insoweit keine Gefahr, selbst wenn man drauf drückt, weil das natürlich vorher überprüft wird, ob das irgendwie überhaupt Sinn ergibt. Aber klar, sollte man natürlich vorher sich genau angucken, ob man das so haben möchte. Okay, nächste Frage. Wenn man eine Linie einzeichnet und diese beschriftet und anschließend im Chart unter Eigenschaften Objekte anzeigen auswählt, werden die MP-Beschriftungen überschrieben bzw. doppelt angezeigt, kaum noch lesbar. Nochmal, also wenn ich eine Linie einfüge, Genau, und diese beschriftet. wie kann man eine Linie beschriften? Dann auch in den Eigenschaften gehen. Man kann eine Linie beschriften. Dann unter Allgemein, da Beschreibung, aber nicht als Text. Ne? Außer Deswegen. man setzt jetzt noch irgendeinen anderen Text darüber. Das Ja. aber hat damit mit den Eigenschaften nichts zu tun. Ne, deswegen wundere ich, weiß ich jetzt Vielleicht die gerade Frage, falls wir es falsch verstanden haben, nochmal die Frage neu stellen, bitte. Okay, dann warten wir mal da ab und machen mal die nächste Frage. Cool mit der Bar-Time, aber die geht nach dem X-Frame mit der Zeit, oder? nach dem X-Frame. Ja, eigentlich hat die mit dem X-Frame nichts zu tun. Also hier die, genau, das ist ja noch eine kleine Neuigkeit hier. Man kann halt die Restzeit hier anzeigen. Sollte der X-Frame aber jetzt irgendwie keine Auswirkungen drauf haben. Also wenn das so ist, dann bitte mal genauer beschreiben. Dann muss ich mir das mal angucken. Okay, Da müsste ich also jetzt. noch haben Sie Ne. Zeit, Fragen zu stellen. Wir haben aktuell jetzt alle Fragen durch. Die Teilnehmer, die eben schon eine Frage gestellt hatten, nochmal neu formulieren. MT4 oder MT5? Ach so, der Lutz hatte noch eine Frage gestellt.
Ja, Lutz, eigentlich hatte der Dirk das schon beantwortet gehabt, aber lese ich trotzdem gerne nochmal vor. Also was man halt hier hat, ne, das sieht man jetzt gerade zum Beispiel. Hier, da kam war plötzlich ein Minus, ne? Das liegt aber dann daran, weil noch keine neuen Daten dran sind. Deswegen kann so eine Anzeige dann halt mal kommen. Hier war jetzt 10 Sekunden lang kein Tick im DAX. Also das ist halt klar. Das ist auch soweit erstmal richtig. Also der Lutz hatte noch eine Frage gestellt, wann kommt die Version mit den Linien, die schon lange versprochen sind? Die Version mit den Linien, die schon lange versprochen sind. Ja, wahrscheinlich meint er deine Ankündigung von heute. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, dann wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Wir sollen mal aufhören, hier zu stänkern, der Lutz. Lutz sucht ein anderes Hobby. Okay, warte. Da. Gibt es das Tool Box Trading schon? Nee. Der Heiko doktert da schon ganz lange dran rum an den perfekten Einstellungen, aber er hat noch nichts freigegeben bisher. Also fertig ist das ja schon von meiner Seite tatsächlich ganz lange. Es hängt mal ausnahmsweise nicht an mir. Aber halt, da muss man den Heiko fragen. Also weiß ich jetzt erstmal nichts Neues. Also für die, die nicht Gut. wissen, wovon wir reden, es gibt ja hier dieses V-Box vom Heiko Behrendt. Das ist so ähnlich wie das X-Frame, ist halt nur eine Erweiterung davon mit einem automatisierten Handel. Habe ich jetzt alle übereinander lager, wird es ein bisschen komisch hier. Und zeigt eben noch zusätzliche Signale halt an. Ne? Also das ist halt, wie gesagt, vom Heiko Behrendt, ist einer von seinen Handelsansätzen. Und so sieht das Ding unten aus. Und aber wie gesagt, da muss der Heiko irgendwann mal final sagen, so machen wir das jetzt. Und dann wird es natürlich auch freigegeben. Aber bis dato halt nicht der Fall. Okay, bezüglich der Frage Bartime und höhere Zeiteinheit, der Teilnehmer hat jetzt einen Screenshot geschickt, kannst du natürlich jetzt nicht sehen, aber er sagt, dass er den Chart in eine Minute hat und da steht zum Beispiel, habe ich jetzt gerade gesehen, noch 4 Minuten so und so Okay. Restzeit. Okay. Ja, es kann, also was halt wirklich sein kann, ne, ist, wenn man das umschaltet und hat gerade irgendwie keinen Tick. Also jetzt ist ja gerade hier wirklich tote Hose, zum Beispiel. Und dann dauert es auch, bis entsprechend erkannt wird, wie viel Zeit halt noch tatsächlich übrig ist. Das heißt, da kannst du eigentlich mal kurz zu Überschneidungen kommen. Das sollte sich aber dann halt eigentlich selber wieder fangen. Also falls nicht, da wäre ich dann sehr dankbar, wenn einfach mal eine genaue Beschreibung dann halt irgendwie von dem Phänomen halt kommt, dass ich es mal nachvollziehen kann. Weil hier sieht man jetzt ja, ich habe ja auch umgeschaltet hier auf M1 und die angezeigte Zeit stimmt ja. Wenn ich aber jetzt auf M5 gehe, mal gucken. Nee, auch da stimmt es jetzt erstmal. Also leider nicht ohne weiteres jetzt nachvollziehbar. Also da, wie gesagt, am besten wirklich mal eine E-Mail. Und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie reproduzieren kann. Okay, dann nochmal zurück zu der Frage bezüglich der Linie und Beschriftung. Also man kann im Chart in den Eigenschaften unter MT5 zum Beispiel Beschreibungen von Objekten anzeigen, anklicken und dann sieht man tatsächlich dann die Beschreibungen. Diese waren gemeint. Und MT5. genau, wenn du dir da einfach mal eine Linie einzeichnest und dann eine Beschreibung ergänzt. Okay. Ja, Wo geht kann auch man immer. Genau, jetzt einfach auf OK. Also dann gehst du in den Eigenschaften des Chartfensters, also nicht des Objektes, sondern genau. Und dann kannst du unter, genau da, Show Object Descriptions. Dann sieht man die da ganz links. tatsächlich was dazugelernt hier, ist ja unglaublich. Und So. das war gemeint und ich ergänze die Frage nochmal, beziehungsweise lese die nochmal vor. Also wenn man eine Linie einzeichnet und diese beschriftet und anschließend im Chart unter
Eigenschaften Objekt anzeigen, haben wir gemacht. Werden die MP-Beschriftungen überschrieben bzw. doppelt angezeigt, kaum noch lesbar? Das war die Frage. Ach so, ja gut, das macht natürlich Sinn, ne? Weil ja da halt eigene Beschriftungen halt da sind. Jetzt weiß ich auch, was gemeint ist. Okay. Ja, weil es hier natürlich dann halt überlagert an der Stelle. Ja, ich wusste gar nicht, dass es diese Funktion gibt. Muss ich jetzt erstmal gestehen. Hast du das gewusst, Nelson? Jetzt wieder, aber in dem Moment habe ich es auch nicht mehr gewusst. Okay. Ja, weil halt hier natürlich jetzt tatsächlich dann die andere drunter liegt, ne? Und das ist halt hier ja gedacht als Tooltip-Anzeige. Ja, eigentlich auch nicht. Muss ich mal angucken, ob wir es irgendwie abgestellt kriegen. Das muss ich mir mal irgendwie anschauen. Hey, okay. Zur Kenntnis genommen. Gut. Gab es zum Skype-Agent schon ein Helpdesk? Also da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Ja, ausführlich, ja. Ist natürlich die Frage, in welchem, ne? Grundsätzlich ist es immer empfehlenswert, die Helpdesk-Aufzeichnung sich nochmal anzuschauen. Ja, muss man sich einfach mal 2 Wochen Urlaub machen und dann zu Hause hinsetzen und einfach mal alle Webinare durchgehen. Ja, es ist halt natürlich einfach Unmengen an Material, aber wir haben wirklich schon vieles auch schon oft wiederholt. Und den Skype-Agent, den haben wir auch mindestens schon einmal gehabt, mindestens. Also, deswegen wollen wir natürlich halt hier nicht allzu redundant werden. Was aber irgendwann halt kommen wird, beziehungsweise nicht allzu ferner Zukunft, das sind halt Einzelvideos auch zu den ganzen Funktionen, so dass man da halt nicht mehr suchen muss. Also, das sind Sachen, die sind zum Beispiel auch gerade in der Mache. Dass es da halt auch mal ein bisschen einfacher wird. Okay, ich formuliere die Frage mal ein bisschen um. Und zwar, kann man neben dem StereoTrader auch andere EAs benutzen oder gibt es da Schwierigkeiten? Funktioniert natürlich nicht, klar, weil von der Definition her ist der StereoTrader, also aus Sicht vom MetaTrader ist es halt ein EA und dann kann man natürlich nicht in den gleichen Chart nochmal drüberlegen. Aber generell habe ich ja mit einem EA die Möglichkeit, normalerweise eine Magic Number zu vergeben. Das kann man machen und dann ist es ohnehin so, dass der StereoTrader die Orders und so weiter auch nicht anzeigt. Also dann kann man das halt parallel auch laufen lassen, klar, das geht halt schon. Aber natürlich nicht im gleichen Chart. Gut, mit welchem Knopf schaltet Achso, man nochmal? Ah ja. ganz kurz dazu noch eine Ergänzung. Wenn man jetzt einen EA hat, der eine Magic Number, also Magic Number ist ja halt die Kennung dann halt letzten Endes von den einzelnen Positionen. Was man übrigens machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Expert Advisor hat, der irgendwie gute Entries liefert, aber einen blöden Ausstieg als Beispiel. Und dann kann man den StereoTrader dazu verwenden, die Positionen von dem Expert Advisor zu steuern. Das geht übrigens. Dazu muss man einfach hier auf Setup klicken. Und bei Strategie kann man dann hier nicht nur Namen eingeben, sondern gibt dann halt hier die Magic Number ein. Ja, also wenn das jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist von dem EA und wenn ich dann auf Strategie wechseln, da halt gehe und dann habe ich die Positionen von dem Expert Advisor im Chart. Das geht übrigens auch. Nur vielleicht mal als Ergänzung, wenn sich damit jemand befasst und funktioniert das. Muss man nur trotzdem aufpassen, dass man sich halt logischerweise nicht ins Gehege kommt. Klar, weil wenn der selbst zum Beispiel einen Trading Stop hat und der StereoTrader hat auch einen Trading Stop, dann gibt es natürlich Probleme. Das wäre dann auch wieder die Stelle. Hier, wo wir ganz am Anfang waren, mit dem Activity Control, wo man das unbedingt ausschalten muss. Aber das nur am Rande, weil es ist sehr speziell. Ich glaube, also auf die Idee kommt eher einer von 100. Aber trotzdem wollte ich mal darauf hinweisen, das funktioniert auf jeden Fall. Gut, dann nächste Frage. Mit welchem Knopf schaltet man nochmal die mitlaufende Zeit ein? Hier unten bei Chart. Bartime-Display, Restzeitanzeige. Okay. Jetzt haben wir
wieder erstmal alle Fragen durch. Also, ein paar Minuten haben wir noch. Wenn Sie noch eine Frage haben, dann gerne nochmal schnell reinstellen. Ansonsten schon mal ganz viele Dankeschöns. Aber ich sehe es jetzt gerade, ne? Was vorhin gemeint war, im MT5 scheint es tatsächlich so zu sein, dass da halt irgendwie im MT4 nicht, dass die Restzeitanzeige da nicht automatisch umgestellt wird. Ne? Weil ich bin jetzt hier auf dem M3 und er hat angeblich noch eine Restzeit von 4 Minuten 30. Das kann natürlich nicht sein. Da hat er das dann irgendwie nicht mitbekommen. Ja, auch hier, wenn ich auf Stunde umstelle. Richtig. Gut, da Der haben wir das auch Teilnehmer war geklärt. schon dabei, eine E-Mail zu schreiben, sagt er. Also brauchen Sie jetzt nicht mehr. Problem erkannt. Ja, okay. Also MT5, MT4 nicht, aber wohl im MT5. Gut, das ist mit Sicherheit nur eine Kleinigkeit, also wird natürlich behoben. Okay, Dirk, also kommt keine weiteren Fragen rein, deswegen jetzt 4 Minuten. Hast du vor einer halben Stunde schon mal gesagt. Jetzt sei ruhig. Sonst sagst du noch mal eine halbe Stunde, dann auch noch mal. Ja, Nee, nee, ist doch, nicht. jetzt kommt tatsächlich noch eine Frage, aber da bist du Nein. schuld jetzt, ja. Na gut. Okay, und zwar, wie kommst du auf M3-Einstellung Im für die MetaTrader Zeileinheit? 5 kann ich hier oben alles Mögliche auswählen. Das ist auch noch längst nicht alles. Also da gibt es auch noch ganz, ganz andere Wirre. M10, M20, geht ja alles im MetaTrader 5. Genau, vielleicht einfach ganz kurz, einfach dort in der Werkzeugleiste auf irgendeine Zeiteinheit mit der rechten Maustaste klicken und dann entsprechend auf Anpassen, und dann kann man die Zeiteinheiten entsprechend ergänzen. Genau. Im MT4 geht es nicht, nein. Nee, das stimmt. So, jetzt wirklich die letzte Frage. Kriegt man die Anzeige vom Bartimer etwas größer? Kann man die Größe einstellen? Ja, die ist halt genauso groß wie die anderen halt auch. Ne? Ich glaube, die ist sogar schon größer, oder? Ja, die ist sogar schon eine Schriftart größer als die anderen. Also immer schwierig, weil es gibt generell drei Schriftgrößen im Stereo Trader, klein, normal und groß. Und das hier ist halt tatsächlich schon die große. Die ist wirklich so groß wie die Überschriften halt hier. Aber muss ich mal gucken. Also wenn sich da ganz viele beschweren, dann lasse ich mich immer breitschlagen zu sowas. Ja, das war das Stichwort. Also eine E-Mail an Dirk mit Beschwerde. Ja, mich. Direkt an Dirk. Ja, okay. Nein, Quatsch. Gut, dann können wir aber an der Stelle wirklich beenden, weil kommen keine weiteren Fragen. Haben sich auch schon viele Leute verabschiedet und sich bedankt. Vielen Dank auch von mir für die Teilnahme und natürlich auch die Interaktion. Konnten auch wieder einiges lernen hier und der Dirk hat auch wichtige Hinweise bekommen. Das ist auch immer super, auch für Dirk entsprechend den Stil wieder weiterzuentwickeln. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hoffentlich sind Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Dirk, auch dir vielen Dank für die Zeit heute und die Infos. Und du hast wie immer das Schlusswort. Jo, ich kann es dir nur wiederholen. Danke für das Dabeisein. Natürlich danke Nelson für deine Zeit hier an FX Lab fürs Veranstalten. Und das nächste Webinar ist ja sicherlich nicht allzu lange hin und wird ja dann eher wieder ein Live-Trading-Webinar. Nächste Woche Dienstag. Nächste Woche Dienstag, Live-Trading wieder. Dann sehen wir uns. Ich freue mich. Viel Erfolg euch allen. Schönen Abend noch in die Runde.